Meine Damen und Herren, schön, dass Sie sich auch das fünfte Kapitel zur Vorlesung Bildung für nachhaltige Entwicklung anschauen möchten. Heute geht es um das große Thema zivilgesellschaftliches Engagement. Und da stellt sich die Frage, gibt es einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Interesse etwa nachhaltiger Entwicklung und dem sich in diesem Feld auch substanziell zu engagieren? Dem möchte ich ein bisschen nachgehen. Und zwar nicht nur anhand von empirischer Daten, sondern auch anhand einiger theoretischer Reflexionen, die es dazu geben muss. Daher ist dieses fünfte Kapitel aufgeteilt in zwei Episoden. Die erste Episode beschäftigt sich mit der Bedeutung von Zivilgesellschaft, auch im generellen Kontext des Wandels unserer Gesellschaften heutzutage. Und das zweite Kapitel dann, beziehungsweise die zweite Episode, da geht es um die Frage, was motiviert eigentlich zum Engagement? Die dritte Episode, wie immer, betrifft das Interview, das wie auch in den vorhergegangenen Kapiteln Marianne Dehne mit mir halten wird. Die Lernziele. Es sind drei. Zunächst geht es mir darum, dass Sie erkennen, welche Bedeutung die Zivilgesellschaft hat, auch für nachhaltige Entwicklungsprozesse. Zweitens dann möchte ich, dass Sie in der Lage sind, das Engagement für Zivilgesellschaft auch aus den Schwächen des Nationalstaats heraus zu erklären, weil das zivilgesellschaftliche Engagement nicht nur eines ist, das sich aus dem ganzen Nachhaltigkeitskontext ergibt, sondern generell etwas ist, das seine Bedeutung gewonnen hat aus Veränderungen, die etwa im Kontext des staatlichen Regierens aufgetaucht sind in den letzten Jahrzehnten. Und schließlich und drittens dann würde ich Sie ein bisschen gewinnen wollen für ein philosophisch-soziologisches, aber auch gesellschaftswissenschaftlich-politisches Konzept, nämlich den Kommunitarismus, nicht zu verwechseln mit Kommunismus. Da geht es hier um etwas ganz anderes und auch das würde ich Ihnen wenigstens ganz knapp einmal darlegen wollen. Ich starte einmal mit dem Zusammenhang zur Vorlesung bzw. zum Kapitel, dass Sie vielleicht oder ich hoffe vorgeschaltet haben, es ist das vierte innerhalb dieser Vorlesungsreihe, dann geht es um das Thema Wissensgesellschaft. Wenn man sich Wissensgesellschaften anschaut, und das kennen Sie alle, dann ist es ja so, dass man heutzutage sagen kann, wir sind mit ganz vielen Informationen, Meinungen, Positionen konfrontiert. Gerade das Internet bietet eigentlich alles, was man hören will zu jedem Thema. Man kann sich dem Mainstream anschließen und eine Meinung zu einem bestimmten Aspekt haben. Man kann aber auch sagen, das ist alles Verschwörungstheorie etc. Man findet im Grunde zu allen Aussagen, die wir haben in dieser Gesellschaft, immer auch eine konträre Position. Zugleich ist es so, dass man sagen muss, also was ist eigentlich der gemeinsame Hintergrund, den wir dann noch haben? Gibt es einen Konsens in Bezug auf das, was wir kennen, worüber wir versuchen, uns zu informieren? Und damit man sagen müssen, das alles ist nicht in dem Maße der Fall, dass wir eigentlich noch verfügen über ein homogenes Wissen und schon gar nicht über homogene Orientierung. Wir leben ja in einer Gesellschaft mit ungeheuer vielen unterschiedlichen Lebensstilen und Positionen. Und vor diesem Hintergrund, sagt etwa Nico Stehr, besteht die Gefahr, dass diese Wissensgesellschaften auch zerbrechen, weil es so etwas wie einen Konsens nicht mehr gibt, auch im Hinblick auf die Orientierungen, die wir haben, weder in der politischen Hinsicht noch in Bezug darauf, wie wir mit den anderen Menschen etwa umgehen sollen. Alles das zerbricht, weil wir da nicht mehr in Traditionen leben in dieser Wissensgesellschaft. Und die Frage, die man dann sehr schnell stellen kann, ist die, bietet denn die Agenda 21, das Thema Nachhaltigkeit, eigentlich so etwas wie eine integrierende Kraft? Ist es möglich, darüber tatsächlich so etwas zu gewinnen wie einen Konsens? Die Frage ist dann natürlich sehr schnell, ja, aber in einer solchen pluralen Gesellschaft, wie die, in der wir leben, kann man so einen Konsens denn tatsächlich noch herstellen? Und kann er wirklich in der nachhaltigen Entwicklung bestehen? Ist das etwas, wo man sagen könnte, darauf können sich viele verstehen? Sie erinnern sich, das Interesse an den künftigen Generationen, das ist zwar ein außerordentlich hohes, also dass man sagt, man sollte dafür sorgen, dass diese künftigen Generationen auch ihr Auskommen haben. Aber ich hatte Ihnen auch deutlich gemacht, das ist ja eher eine Fernperspektive. Je näher man an den aktuellen Verhältnissen dran ist, desto weniger ist man vielleicht auch dafür zu gewinnen, tatsächlich für Verteilungsgerechtigkeit zu plädieren.
Wer will in diesem Kontext also Verantwortung übernehmen für eine nachhaltige Entwicklung und aus welchen Gründen sollte man das tun? Diese Frage, kann man sagen, verweist ganz klar auf das große Thema Zivilgesellschaft und, was ich Ihnen ein bisschen nahebringen möchte, auf den Kommunitarismus als eine Überlegung, die man in diesem Zusammenhang haben kann. Partizipation, das ist nun einer der großen Aspekte in der Agenda 21 selbst. Sie können es nachlesen in Kapitel 23 der Agenda 21. Da heißt es eben, dass wenn man nachhaltige Entwicklung realisieren will, ist der Partizipation aller Bedarf. Ich hatte Ihnen das gleich im ersten Kapitel dieser Vorlesung versucht, ein Stückchen zu erörtern, wo die Gründe dafür liegen, denn man kann Innovationen und einen mentalen Wandel nicht realisieren, indem man das Ganze an die Politik oder an die Wirtschaft delegiert, sondern man muss es eben selber anfassen. So ist die Grundeinsicht der Weltgemeinschaft seit den 1990er Jahren. Also, die Teilhabe an den Entscheidungsprozessen und Umgestaltung von Gesellschaft, die muss alle affizieren. Also daher ist eigentlich eine Partizipation Grundvoraussetzung dessen, nachhaltige Entwicklungsprozesse überhaupt in Gang setzen zu können. Wenn man nun fragt, was zeichnet denn etwa dieses Engagement im Rahmen von Zivilgesellschaft aus, dann wird man sagen müssen, da gibt es eigentlich zwei Varianten, in denen man sich das erklären kann. Die eine ist eher eine enge Vorstellung von dem, was Partizipation ausmacht, und die zweite ist eine, die eine weitergehende ist. Also man kann sagen, dass Partizipation oftmals heißt, dass sich Gruppen zusammenschließen. Amnesty International, Greenpeace, World Wildlife Fund und so weiter. Viele, viele Bündnisse gibt es da. Die haben immer schon eine ganz deutliche gemeinsame Vision. Die sagen, wir möchten über den Prozess der Partizipation soziale Probleme lösen, gesellschaftliche Probleme angehen und dabei eben auch in diesem Kontext hinzulernen, sodass man sagen kann, es ist etwas, das nicht nur für die Gesellschaft selber was bringt, sondern auch für die eigene Person. Das ist eigentlich, kann man sagen, der Kit, so würde Ries es formulieren, der Kit, der das zusammenhält, dass man gemeinsam eine Aktivität entfaltet. Gerade dieser Zusammenschluss, der auf einer gemeinsamen Vision oder Vorstellung besteht, man will etwas ändern in der Gesellschaft. Das ist eine Vorstellung, die im engeren Sinne die Partizipation betrifft. Im weiteren Sinne ist die Teilhabe aber ein Entwicklungsprozess und das Interesse an der Teilhabe ein Entwicklungsprozess, der sich über viele, viele Jahrzehnte erst ausgebildet hat. Und man kann sich das ein bisschen deutlich machen an den sozialen Bewegungen, vor denen wir seit einigen Jahrzehnten erstehen. Also die sozialen Bewegungen im Bereich von Umwelt und Entwicklung, die uns eigentlich interessieren hier, die kann man identifizieren seit den 1960er Jahren. Da geht es darum, dass man versucht hat, in deutlichem Maße den ganzen Komplex von Ökologie, aber auch von Entwicklungszusammenarbeit ein bisschen abzusetzen davon, dass der Staat für diese Dinge zuständig ist oder auch die Wirtschaft. Und man sagte, was wir brauchen, sind solche Zusammenschlüsse, um uns auch gegen staatliches Handeln, auch gegen ökonomisches Handeln zu wehren. Für Deutschland gilt das allemal für die Anti-AKW-Bewegung, die dann später in Gang kam. Also, dass man versucht, gegen die Atomkraft vorzugehen und das, was da an politischem und ökonomischem Handeln zu sehen war, nicht mehr akzeptierte. Das sind die großen Demonstrationen, etwa als es um die Frage nach dem Endlager ging in Gorleben. Es geht aber nicht nur um diesen Aspekt, sondern generell um die Belange des Gemeinwesens, also öffentliche Belange zu thematisieren. Das ist eigentlich sozusagen die weitere Dimension, die das zivilgesellschaftliche Engagement hat. Die Enge bezieht sich immer auf Gruppierungen mit einer dezidierten Zielsetzung in einem besonderen Aspekt. Das weitere Verständnis, da geht es aber generell um die Fragen, wie gestalten wir das Gemeinwesen aus. Und in diesem Kontext gibt es eigentlich dann nicht mehr sozusagen eine enge thematische Vorgabe, sondern das kann viele Aspekte umfassen. Wenn man das Gemeinwesen umgestalten will oder sich dort engagieren will, da kann man sagen, dann gilt für zivilgesellschaftliches Engagement eigentlich, dass man so etwas wie einen Minimalkonsens hat, wie Sie hier sehen. Da geht es um die Frage nach der Toleranz, nach der Fairness und in solchen Bewegungen auch interessant immer um Gewaltfreiheit. Also man kann sich nicht vorstellen, dass eine
Gruppe, die sich zivilgesellschaftlich engagiert, in der Gruppe selber sozusagen die Konflikte, die man sicherlich auch hat, mit Gewalt austrägt. Und Voraussetzung dafür, um sich da engagieren zu können und zu wollen, so wissen wir inzwischen aus sehr, sehr vielen Studien, ist auch, dass man eine Fähigkeit entwickelt hat, bestimmte Präferenzen zu bilden und zu sagen, ich entscheide mich hier aktiv zu sein und weniger da. Dass man auch in der Lage ist, ein Urteil zu bilden auf der Basis der Informationen, die man hat, aber auch auf der Basis der Wertvorstellungen, dass man sie auch äußern kann und fähig ist, seinen Willen zu artikulieren und ihn auch ein Stück umzusetzen. Das alles sind Kompetenzen, die bringt man so ohne weiteres nicht mit, sondern kann man etwa in solchen Organisationen und diesen Zusammenschlüssen erwerben, lässt sich natürlich auch im Bildungskontext ein Stück vermitteln. Warum ist nun Zivilgesellschaft notwendig? Dafür gibt es eine breite Literatur, um das exakter zu erfassen. Eine der Argumentationen lautet, was wir erleben, ist doch seit Jahrzehnten eine Schwäche des Nationalstaates. Und was wir gleichzeitig erleben, sind Globalisierungsprozesse. Globalisierungsprozess heißt eben, Kapital und Arbeit wandert aus und gleichzeitig sind die Effekte, wenn ganze Industrien auswandern, längst haben wir etwa in Deutschland die ganze Bekleidungsindustrie verloren, hat das Effekte eben für den Arbeitsmarkt und für die soziale Situation, in der die Menschen jeweils leben. Oder wenn Industrien schließen, wie es augenblicklich so ist, dass etwa große Betriebe, die Solarpaneelen hergestellt haben, nicht mehr marktfähig sind, wenn sie in Deutschland produzieren. Dann wird man sagen, naja, hat das denn schon was mit zivilgesellschaftlichem Engagement zu tun? Dann werden Sie sehen, sehr oft und sehr schnell. Es geht ja nicht nur darum, dass man sagt, also wie schaffen wir einen Sozialplan, wenn ein Unternehmen nicht mehr existieren kann, sondern die Frage ist dann ja auch, wie schaffen wir sozusagen neue Verhältnisse? Und daraus entstehen oftmals vor Ort Zusammenschlüsse, etwa von denen, die in diesen Betrieben gearbeitet haben, aber auch, dass man versucht, innerhalb der Kommune etwa weiterzukommen, um sich selber wieder sozusagen in Arbeit zu bringen oder auch einen Zusammenschluss zu realisieren, dass man nicht in der Arbeitslosigkeit sozusagen versinkt. Dazu gehören aber auch Umweltprobleme, die zu ganz anderen Phänomenen führen, weil sie einen transnationalen Charakter haben. Also nehmen wir den großen Klimawandel. Klimawandel kann man nicht aus einem Land heraus versuchen zu bekämpfen oder dagegen was zu unternehmen oder die Folgewirkungen einzudämmen, sondern das kann man nur im transnationalen Kontext tun. Dazu gehören auch Aspekte wie die großen Flüchtlingsströme, die wir erleben. Wenn nicht in diesem Land, so doch schauen Sie sich den afrikanischen Kontinent an, da ist das sozusagen, macht das den Alltag aus. Auch wenn wir anschauen, welche Effekte Unterdrückung hat, so würden ja viele es so analysieren, dass sie sagen, Unterdrückung und Repression etwa gegenüber bestimmten Religionen oder auch Völkern führt dazu, dass sich dann dort eventuell eher die Chance bietet, dass die Vorstellung von, naja, auch Terrorismus um sich greifen kann, beziehungsweise dass daraus dann wieder terroristische Aktivitäten in sich entfalten. Und vor diesem Hintergrund kann man sagen, die Probleme, die wir auf dieser Welt haben, global gesehen, sind nicht mehr solche, die eben sich nur national auswirken, sondern transnationalen Charakter haben. Und das ist ein wichtiger Aspekt, dass man sagen muss, die Nationalstaaten selber sind immer weniger in der Lage, Probleme nur als nationale Staaten zu behandeln, sondern und sie können auch gar nicht mehr als einzelne Nationalstaaten agieren, sondern man kann es nur noch im Zusammenschluss tun. Gerade bei den großen Risikothemen ist dieses der Fall. Von daher haben wir sie permanent sozusagen auf der Agenda, die Vereinten Nationen, den Internationalen Währungsfonds, die EU, nicht? Die meisten Beschlüsse, die gefasst werden im Hinblick auf die Umstellung im Recht in Deutschland, sind Folgewirkungen dessen, was auf der Ebene der EU beschlossen wird. Oder die Welthandelsorganisation, G8 etc. Es gibt eben sehr, sehr viele. Aber es ist eben nur die eine Gruppe, sozusagen, die dieser staatliche Zusammenschluss transnational eine große Bedeutung bekommt, um Probleme zu bewältigen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch parallel dazu sehr viele Nichtregierungsorganisationen im Feld von Umweltthematiken, nehmen wir Greenpeace oder im Rahmen von Menschenrechten, Friedensbewegung, Nord-Süd-Problematik. In all diesen Segmenten finden wir inzwischen Organisationen, die auch international unterwegs sind. Und wenn man nochmal auf die Rio-Konferenz von 1992 zurückkommt, so ist es so, dass ganz entscheidende Mitarbeit an diesem Dokument kommt gerade von diesen transnational organisierten
NGOs oder Nichtregierungsorganisationen. Das ist sozusagen die Globalisierung von Politik. Die geht einher mit Schwächen des Nationalstaats, nicht nur aufgrund der Globalisierung, sondern Schwächen des Nationalstaats im Hinblick auf die Innenverhältnisse. Nicht? Man kann das unter dem Stichwort etwa Abbau des Sozialstaats sehen. Nicht? Immer weniger gibt es von staatlicher Seite die Möglichkeit, die Menschen deutlich und so zu unterstützen, dass man sagen kann, sie haben gleichwertige Lebenschancen gegenüber anderen. Wenn sie etwa in die Arbeitslosigkeit kommen, Gesundheitsprobleme haben etc. oder aus vielleicht bildungsfernen Milieus kommen. Und in diesem Kontext wird eben auch zivilgesellschaftliches Engagement immer notwendiger. Also dass Zivilgesellschaft kompensiert, was etwa von staatlicher Seite gar nicht mehr geleistet werden kann. Insofern kann man sagen, dass Zivilgesellschaft ganz viele Funktionen bekommt. Ich habe Ihnen hier mal eine ganze Liste zusammengestellt, die ich gar nicht in komplette abarbeiten will, sondern nur einige Aspekte möchte ich noch herausstellen. Also ohne Zivilgesellschaft, wird man sagen können, ist etwa die Integration von Minderheiten gar nicht möglich. Man kann sie nicht sozusagen über staatliche Mechanismen versuchen zu regulieren. Oder Zivilgesellschaft wird wichtig, um Konflikte zu bewältigen. Etwa dadurch, dass man sich miteinander vernetzt oder durch Mediationsprozesse. Also fast jede Schule hat inzwischen Schülerinnen und Schüler, die als Mediatoren aktiv sind. Das heißt, wenn es Konflikte zwischen den Schülern gibt, dann kann man das nicht regeln. Dadurch, dass man eine Schulagenda hat und Rektoren eingreifen oder auch die Lehrkräfte, sondern muss man das, so weiß man inzwischen, auch zwischen den Schülern sich regeln lassen. Und dafür brauchen jugendliche Kinder eine Ausbildung, etwa als Mediatoren, und werden dann als solche aktiv. Oder nehmen wir das große Beispiel der Altenpflege. Da kommt man nicht nur mit den Pflegediensten hin oder dem, was dann von staatlicher Seite zugegeben wird, damit man eine solche Pflege realisieren kann, sondern in sehr, sehr vielen Fällen muss man professionelle Pflege ergänzen, dadurch, dass sich Menschen in diesem ganzen Feld engagieren. Das gilt für viele Bereiche, etwa auch die Jugendarbeit oder generell das Interesse von Bürgern, Verantwortung zu übernehmen und sich dabei selbst zu organisieren. Und sei es nur, indem man sagt, also wir würden gern die Brunnen hier vor Ort pflegen, weil sie von staatlicher Seite gar nicht mehr oder eben von der Kommune aus nicht mehr betrieben werden können oder einen Park in Ordnung halten und solche, diese Dinge mehr. Manchmal geht es um ganz Banales in diesem Feld. Schaut man sich die Leistungsfähigkeit an von Zivilgesellschaft, dann kann man sagen, eine der Voraussetzungen ist ja zunächst mal, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, freiwillig Verantwortung zu übernehmen, unterhalb einer staatlichen Ebene. Das hat aber auch ja schon eine lange Tradition. Denken Sie nur an die Freiwillige Feuerwehr, die es immer neben einer Berufsfeuerwehr gibt, auch in den großen Städten. Es ist aber nicht nur dieses, dass man sagt, also die Bürger müssen auch selbst sozusagen Verantwortung übernehmen für ihre Kommune und tun dies auch in manchen Segmenten ja schon traditionell, sondern das hängt auch zusammen, wie ich in einer zweiten Episode noch ein bisschen deutlicher machen will, an dem wachsenden Interesse innerhalb der Gesellschaft an flacheren Hierarchien oder am Austausch untereinander oder das Interesse daran, weniger mit Bürokratie konfrontiert zu sein. Das Interesse an flachen Hierarchien ist eines, das hat sich ganz kontinuierlich entwickelt. Schon über Jahrzehnte, kann man sagen, wird es eine wachsende Bedeutung, dass die Menschen ein Interesse daran gewinnen, mitzubestimmen, auch mitzugestalten. Es gibt inzwischen Studien, die deutlich belegen, dass den Menschen gerade diese Mitbestimmungs- und Mitgestaltungsmöglichkeit auch am Arbeitsplatz wichtiger ist als eine Erhöhung des Einkommens. Das hat natürlich seine Grenze sozusagen bei einem Lohn, von dem man nicht leben kann. Aber dieses Interesse daran, mitzuwirken, ist eines, das die Gesellschaft durchzieht, und seit vielen, vielen Jahren tut sie das schon. Dann ist die Zivilgesellschaft auch deutlich engagiert im Bereich der Integration, also sich zu wehren gegen Diskriminierung von Ethnien oder auch Religionen. Und auch diese
diese Gegenwehr gegen Diskriminierung, da ist ja, wie wir oft sehen, von staatlicher Seite man relativ machtlos. Denken Sie nur an die Übergriffe, von denen wir oftmals hören, dass sie in manchen Städten stattgefunden haben, in Rostock oder in anderen. Da ist es eben so, dass man sagen kann, wir können ja nicht an jede Stelle und jede Straßenecke sozialen Polizisten aufstellen, sondern wir müssen uns selber engagieren gegen solche Übergriffe, etwa gegenüber Ausländern oder unseren Mitbürgern ausländischer Herkunft. Noch ein wichtiger Aspekt, der hat auch wieder zu tun mit der Wissensgesellschaft. Manche denken ja, naja, wenn man sich das so anschaut, sind wir vielleicht immer nur dümmer geworden in den nächsten Jahrzehnten. Oftmals hat man so den Eindruck, gerade wenn die Unternehmen mal wieder beklagen, welche Qualifikationen die Schülerinnen und Schüler mitbringen, wenn sie die Schule verlassen. Man kann aber viel eher das Gegenteil belegen. Wir haben inzwischen ungeheure Wissensressourcen. Und die möchten, wenn man über sie verfügt, Menschen auch gerne einsetzen, fürs Problem lösen, um sich zu engagieren. Wenn man etwas weiß über soziale Verhältnisse, dann hat man sicherlich auch ein Interesse daran, oder viele haben dann Interesse daran, auf dieser Basis tatsächlich, also im Sinne von Wissen, dann etwas auch in Gang zu setzen. Und dann ein ganz zentraler Punkt sind die individuellen Vorstellungen von dem, was ein gutes Leben ausmacht. Und das gute Leben hängt immer weniger an mehr Geld. Das gute Leben hängt an den Beziehungen, die wir haben. Und an den sozialen Bezügen, an dem sozialen Raum. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das werde ich auch in dem zweiten Teil dieses Kapitels Ihnen noch vorstellen. Und letzter Punkt, der auch ganz wichtig ist, gerade für das Engagement im engeren Sinne, also wo es Initiativen sind, die etwas bewegen wollen, ist der, dass man sagen kann, wenn man zivilgesellschaftlich sich engagiert, dann ist das in aller Regel auch öffentlichkeitswirksam. Sie brauchen nur eine Regionalzeitung aufschauen und dann findet man dort alles, auch von den traditionellen zivilgesellschaftlichen Zusammenschlüssen und dem Engagement, also vom Kaninchenzüchterverein angefangen, der immer noch existieren mag, bis hin zu Aktivitäten, die man etwa entfaltet hat, dass eine Gruppe gesagt hat, wir unterstützen einen Kindergarten bei dem Umbau des Außengeländes. Wenn man nun Zivilgesellschaft sich anschaut, was ist das eigentlich für eine Form? Ist es nur, dass man das so ausgestaltet, dass man sagt, das Wissen, das ich habe, das bringe ich ein und das auf dieser Basis handle ich, dann wird man sagen müssen, Zivilgesellschaft ist eben auch innerhalb der Wissensgesellschaft eine ganz stark lernende Gesellschaft. Ich mache Ihnen das ein bisschen noch an einem anderen Aspekt deutlich, den Sie hier jetzt nicht auf dem Bild sehen, nämlich an der Frage, wo gewinnen wir eigentlich unser Wissen? Haben wir das aus den formellen Bildungseinrichtungen, also ist unser Wissen hauptsächlich unser Schulwissen oder wenn Sie die Hochschule besuchen, ist es das Wissen, was ich aus der Schule und Hochschule mitbringe? Wir werden sagen müssen, das Gegenteil ist der Fall. Das meiste, was wir wissen, haben wir in informellen Kontexten gelernt. Und das heißt eben gar nicht systematisch erworben, en passant, dadurch, dass wir uns mit Dingen beschäftigt haben, dadurch haben wir etwas gelernt. Und das heißt, oder man kann sagen, manche Studien belegen ganz gut, dass es inzwischen zwischen 70, vielleicht sogar 80% unseres Wissens aus diesen informellen Kontexten stammt, gar nicht aus dem formellen Bildungsbereich. Da muss man ja fragen, was sind solche Orte? Und da ist die Zivilgesellschaft ein ganz wichtiger Ort dabei, weil man mit anderen gemeinsam Probleme löst, in gesellschaftlichen Kontexten. Und immer dort, wo man Probleme löst, in größeren Kontexten, wo man sagen kann, das ist sozusagen eine Lebenseinheit, in der man sich selber bewegt, da erzeugt man eben auch kein totes Wissen oder träges Wissen, über das man nur verfügt, sondern das ist etwas, das man mit sich trägt, über längere Zeit auch anwenden kann. Da hat man seine Erfahrungen gemacht, damit wird man eben gestaltungs- und handlungsfähig. Gerade durch den Austausch mit anderen lernt man innerhalb der Zivilgesellschaft sehr viel dazu. Ein gutes Beispiel dafür sind die lokalen Agenda 21-Initiativen. Diese Initiativen sind entstanden nach Rio 1992. Da gab es ein Kapitel zum Thema lokale Agenda, in dem heißt es, man sollte versuchen, auf lokaler Ebene nachhaltige Entwicklung voranzubringen, indem man sich Zivilgesellschaft lokal zusammenschließt.
Das hat sehr schnell Furore gemacht. In Deutschland eben auch gab es sehr viele lokale Agenda 21-Initiativen, die, muss man sagen, in vielen Fällen nicht die Zeit überlebt haben. Also inzwischen gibt es andere Formen, auf der kommunalen Ebene für Nachhaltigkeit aktiv zu sein. Aber diese lokale Agenda 21-Initiativen, was haben sie gemacht? Sie haben sich ihre Kommune, ihren Stadtteil angeguckt und haben gefragt, also was kann man im Sinne von Nachhaltigkeit verbessern? Sehr oft ging es da um soziale Projekte, um ein soziales Engagement, manchmal um Banalitäten. Also die, viele der Aktivitäten, die entfaltet wurden, etwa bezogen auf die Absenkung der Bürgersteige oder dass man ein Amt erreichen kann, auch mit einem Kinderwagen und mit dem bis in den vierten Stock gelangen kann. Das alles sind Entwicklungen gewesen, auch erstmal der ganz banalen Art, was sich auf der lokalen Ebene getan und bewegt hat. Diese Initiativen standen, das muss man auch deutlich sehen, oftmals aber im Widerstreit sozusagen mit den Professionellen, die in der Kommune aktiv sind. Da hat man seine Stadt- und Regionalplaner und dann kommt da eine Gruppe und sagt, also wir hätten es aber gerne anders. Wir wollen, dass dieser Stadtteil so umstrukturiert wird. Und da gab es dann natürlich auch oft Konflikte, aus denen man lernen kann, also wie funktioniert Politik in der Gesellschaft. Die einen sagen, wir sind die Administration einer gewählten Bürgerversammlung und sie sind eine Organisation, die eigentlich gar keine rechtliche Legitimation hat. Und dennoch haben sich diese Initiativen, selbstverständlich, weil sie auch immer klüger wurden und mehr wussten, durchaus als Gruppen gezeigt, die sehr intelligente Vorschläge hatten. Auch deshalb eben, weil sie näher dran waren, eben in ihrem eigenen Leben etwas verändern wollten und in ihrer Wohnsituation zum Beispiel. Das sind lernende Gesellschaften. Ich würde gerne schon gegen Ende dieser Episode Ihnen ein bisschen ein Konzept nahebringen, das wenigstens mich durchaus fasziniert, das ist der Kommunitarismus. Das ist keine Philosophie oder keine politische Vorstellung, die dahinter steht, die in Deutschland entwickelt wurde. Sie stammt primär aus den USA, ist verbunden mit dem Namen etwa von Michael Walzer oder Amitai Etzioni, viele andere. Es gibt unterschiedliche Strömungen, eher würden wir sagen, solche, die vielleicht aus unserer Perspektive sozialdemokratisch sind, solche, die konservativ sind. Die Kommunitarier haben sich die Frage gestellt, so in den letzten Jahrzehnten, wie kann man überhaupt eine lebendige politische Gemeinschaft erreichen? Realisiert sich sie von selber? Oder muss man sagen, da ist doch einiges dazu zu tun, dass man dieses erreicht. Ausgangspunkt war für die Kommunitarier oftmals die Situation in Großstädten, die wir etwa auch in einer Großstadt wie Berlin kennen. Wenn es Übergriffe gibt in öffentlichen Verkehrsmitteln, so schauen die meisten Menschen weg, sie intervenieren nicht. Sie sehen sich dann eher selber in Gefahr oder lassen das, was da passiert, laufen. Wenn man in der Nachbarwohnung Lärm hört, dann interveniert man nicht, auch wenn man schon den Eindruck hat, dass da gewalttätige Übergriffe stattfinden auf andere Personen. Und das war für die Kommunitarier sozusagen ein Anlass, diese Situation, dass wir doch gerade im großstädtischen Raum einander doch ziemlich fremd sind, beziehungsweise uns nicht um die Mitmenschen kümmern, die Frage zu stellen, kann eigentlich eine Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft auf Dauer so funktionieren? Und ihre Antwort war natürlich die, dass sie gesagt haben, nein, wir müssen sowas wie eine Community, eine Gemeinschaft bilden. Das meint der Kommunitarismus. Gemeinschaften bilden, die sich für und miteinander engagieren. Sie sahen eben sonst die Gefahr, sehen die Gefahr, dass, wenn man nicht so handelt, auch demokratische Gesellschaften am Ende zerbrechen, weil man das Handeln nicht delegieren kann an andere. Man kann das deutlich machen, glaube ich, nochmal an einer Differenzierung, die stammt von Himmelmann. Das ist ein Politikdidaktiker in Deutschland. Der hat gesagt, man muss in der Demokratie unterscheiden, und zwar zwischen Demokratie als Herrschaftsform, Demokratie als Gesellschaftsform und Demokratie als Lebensform. Als Herrschaftsform, das ist sehr leicht verständlich, das heißt Demokratie im Sinne eines demokratischen Staates mit einem Parlament etc., das gewählt wird und periodisch dann bestätigt wird, oder man wählt sich eine andere Regierung. Demokratie als Gesellschaftsform, das hat schon sehr viel zu tun mit zivilgesellschaftlichem Engagement, gerade im Zusammenschluss von
von Verbänden und Organisationen. Also die Gesellschaft selber als demokratische so zu strukturieren, dass man gemeinschaftlich versucht, Probleme und Interessen zu artikulieren, diese auch gemeinschaftlich dann durchzusetzen. Und Demokratie als Lebensform, das ist eigentlich das, was die Kommunitarier meinen. Das ist innerhalb der Zivilgesellschaft sozusagen, die, wenn man so will, die, das ganze Fundament, dass man sagt, auch jenseits dessen, dass ich strukturierte Zusammenschlüsse habe, sollte man versuchen, die Gemeinschaft so zu organisieren, dass man aufeinander achtet, dazu beiträgt, dass man, wie man selber auch, aber auch andere ein gutes Leben haben können in der Gesellschaft. Wie schafft man, das war die zentrale Frage dann der Kommunitarier, oder ist es, wie schafft man die Integration des Einzelnen in einer Gesellschaft, die so disparat ist? Das war ja auch im Hinblick auf diese Episode meine Ausgangsfrage gewesen. Und dafür versuchen sie unterschiedliche Modelle zu entwickeln. Manche, muss man sagen, vor denen kann man sich doch etwas fürchten. Andere scheinen doch ganz klug aufgesetzt zu sein. Also das Beispiel, wovor man sich fürchten kann. Amitai Etzioni erzählt mit Begeisterung von Sun City. Das ist in Arizona eine große Stadt, kann man sagen, eigentlich eher eine Siedlung von Wohnwagen. Da leben nur alte Menschen. Die sind da hingezogen und fristen ihren Lebensabend. Das tun sie sehr vergnügt. Es gibt ungeheuer viele Veranstaltungen, Events etc. Und das begeistert Etzioni. Die haben, um die Sicherheit der Bürger zu gewähren, sich ihre eigene Polizei geschaffen, die dann nachts auf Elektrokarren durch diese großen Ansammlungen von Häusern und Wohnwagen fahren, um dafür zu sorgen, dass den Menschen nichts passiert. Sie haben sozusagen ihre eigene Bürgerwehr etabliert. Andere wie Michael Walzer würden diese Idee sicherlich nicht teilen wollen, also dass man das bis in die Bewaffnung hinein betreiben sollte, diesen Zusammenschluss der Bürger. Da hat er eher andere Vorstellungen. Er fragt sich also, wie können wir einen Ausgleich schaffen innerhalb der Gesellschaft in Bezug etwa auf berufliche Tätigkeiten, die weniger attraktiv sind und solche, die attraktiv sind, muss man die weniger attraktiven nicht versuchen, in der Wertschätzung zu heben in der Gesellschaft. Und wie können wir dieses machen? Das sind Fragen, die er hat. Oder wenn er sagt, es gibt Stadtteile, da sind die Jugendlichen und Kinder eigentlich ganz schlecht untergebracht im Hinblick auf die Ausbildung diese oder Bildung, die sie da bekommen können. In anderen Stadtteilen ist es besser. Sollte man da nicht in diesen Fällen einen stärkeren Austausch schaffen, sodass man über solche Pfade eine Integration schafft von unterschiedlichen Gruppen in der Gesellschaft? Eigentlich eine schöne Idee. Aber immer bleibt diese Diskrepanz oder das Problem, wie schaffen wir es, die individuelle Freiheit auf der einen Seite zu gewähren, auf der anderen Seite die soziale Einbindung oder auch die Verpflichtung für das Soziale gleichzeitig noch einzuholen. Diese Diskrepanz ist, kann man sagen, durch so etwas auch nicht aufzuheben. Kurz, wenn man den Kommunitarismus von seinen Hintergründen nochmal versucht zu bündeln, kann man sagen, eigentlich bräuchten wir, so formulierte Taylor das 1994 schon, eine anerkannte Definition dessen, was eigentlich ein gutes Leben ist. Aber darüber streiten sich die Philosophen ja seit Jahrtausenden, muss man sagen. Eine Lösung, die Taylor und andere etwa anbieten, ist die zu sagen, na, vielleicht eint uns doch so etwas wie eine große Erzählung. Dass wir sagen, ja, wir haben doch eine gemeinsame Idee. Das ist vielleicht sehr amerikanisch. Es gibt den American Dream, vielleicht in einer anderen Form, als er mal existierte. So ein Vorschlag, der von manchen kommt, ist zu sagen, sind wir nicht immer noch der Melting Pot, also wo wir versuchen, dass die unterschiedlichen Kulturen, Geschichten, aus denen wir kommen, doch zusammenfließen. Es gibt eben auch als Gemeinsamkeit des Kommunitarismus eine Kritik an einer sehr liberalen Gesellschaft, in der man sagt, jeder geht da seine eigenen Wege und kann als Ego-Taktiker sein Leben fristen. Es geht darum zu sagen, wir müssen etwas tun gegen die Entwurzelung, Entfremdung oder Entsolidarisierung. Und das ist etwa das große Thema von Richard Sennett, der das sehr schön beschreibt, also wie mit den neuen Arbeitsverhältnissen und dem hohen Grad an Mobilität, den man erreichen muss, wir so etwas wie ja, Gemeinschaften gar nicht mehr bilden können oder da große Probleme sich entwickeln. Wenigstens wird man sagen müssen, der Kommunitarismus bietet kein einheitliches System. Es gibt viele
Ansichten und Positionen. Sie sind aber sehr interessant, weil sie immer versuchen, das nicht mehr abstrakt zu sagen, was das Gute ist, sondern das sehr zu konkretisieren, also festzumachen. Darin muss man ein Austauschwissen zwischen den Schulen stärker forcieren, zum Beispiel wie Michael Walzer das vorschlägt, um zu einem sozialen Ausgleich zu kommen. Wie können wir es ganz konkret schaffen, dass wir nachbarschaftliche Verhältnisse selbst in den großen Städten pflegen? Wie schaffen wir es generell, kann man sagen, dass wir in einer Gesellschaft, wo dieser Primat des Partikularen herrscht, diesen so versuchen zu wandeln, dass man sagen kann, ja, wir schaffen so etwas wieder wie eine Einheit oder gemeinsame Werte, die uns motivieren. Ich kann nicht sagen, ob Nachhaltigkeit das Thema sein kann, das uns motiviert. Es gibt einige Indizien dafür, die werde ich Ihnen in der zweiten Episode versuchen darzulegen, dass das ein doch gesellschaftsvereinheitlichendes Thema sein kann. Wir haben es in Deutschland vielleicht auch ein bisschen erlebt in den letzten Monaten und im letzten Jahr im Hinblick auf die sogenannte Energiewende, dass doch plötzlich da eine gewisse Einsichtsfähigkeit eigentlich von allen Gruppen dieser Gesellschaft da war oder da ist. Aber das wird man näher ausloten müssen, das werde ich in der zweiten Episode machen wollen. Hier ein paar Literaturangaben, klassisch und deswegen aufgenommen, weil es ein bisschen knapp ausfällt, ist der Artikel von Ries zu Demokratie und Zivilgesellschaft. Wenn Sie einen Überblick wollen über den Kommunitarismus, dann gibt es diesen von Rese Schäfer, gut zusammengefasst, aber schon älter, wie Sie sehen. Zwei interessante Positionen, die man finden kann, ist etwa die von Michael Walzer und die von Barber zur Strong Democracy. Und ganz jung noch auf dem Markt, auch in diese Richtung denken und sehr global umfassend, aber gleichzeitig ein ziemlich dickes Buch, ist das der Band von Jeremy Rifkin, Die emphatische Zivilisation, der auch versucht, die Idee sozusagen des kollektiven Engagements stark zu machen und es deutlich versucht, auch aus der historischen Genese heraus zu erklären. Lohnt sich da mal reinzuschauen. Ein Hinweis nur fürs Selbststudium. Also, um ein bisschen besser noch zu verstehen, warum dieses zivilgesellschaftliche Engagement notwendig ist und warum dies auch zusammenhängt, die Notwendigkeit des Engagements mit den Schwächen der Nationalstaaten, gerade im Kontext der globalen Problemlagen, dieser ökologischen Krisen, das kann man sehr gut nachlesen bei Ulrich Beck in der Weltrisikogesellschaft. Ich empfehle Ihnen das Kapitel 10 zur globalen Ungleichheit und zur lokalen Verwundbarkeit. Das ist ein sehr gut die Thematik aufschließendes Kapitel, was er uns da geliefert hat. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Zuschauen und hoffe, Sie sind auch in der Episode 2 dabei.